Was du beim Verwenden von Mascara mit reiferer Haut beachten solltest. Wie so oft beim Thema Kosmetik müssen wir Mädels mit reiferer Haut einige Dinge anders tun als die junge Durchschnitts-YouTuberin. Worauf du beim Tuschen der Wimpern achten solltest, zeige ich dir kurz in diesem Video. Das, was beim Tuschen der Wimpern so schwierig ist, sind die unteren Wimpernhärchen. Und wir Mädels mit reiferer Haut müssen da so einiges beachten. Wenn wir als am Messestand viele Kundinnen als geschminkt haben, ist mir auch immer wieder aufgefallen, dass bei einigen bestimmten Augenformen es auch unvorteilhaft ist, wenn man die unteren Wimpern tuscht. Der Fokus richtet sich dann nämlich auf die untere Augenpartie, wo es hier auch schon ein paar Fältchen gibt, und alles zieht sich optisch nach unten. Wobei, wenn du dann nur die oberen Wimpern tuschst, der Fokus nach oben geht, also alles nach oben geliftet wird. Es gibt hierbei aber auch Ausnahmen. Wenn du ganz helle Wimpern hast, dann solltest du auch die unteren Wimpern tuschen oder wenn du ganz kurze untere Wimpern hast. Wenn deine unteren Wimpern aber etwas länger sind, dann zeige ich dir jetzt, wie das getuscht aussieht. Ich finde, das sieht so nach diesem Puppengesicht, nach diesem Baby-Doll-Blick aus. Aber ich finde, das passt gar nicht mehr zusammen, wenn man eben keine 20 mehr ist. Ich mache es eben gerne so, dass ich eben nur die oberen Wimpern tusche und am unteren Wimpernkranz keine Wimpern tusche, sondern da einfach einen Kajal verwende, einen etwas dunkleren Kajal, der dann auch einen Rahmen um das Auge bildet und somit auch Ausdruck verleiht. Ein anderer Punkt ist der, dass die sogenannten Panda-Augen auch oft durch die unteren getuschten Wimpern kommen. Gerade wenn du eben längere Wimpernhärchen unten hast, die dann eben, wenn sie getuscht sind, mit der Haut in Kontakt kommen. Und auf der Haut hast du ja vielleicht eine Gesichtscreme, Make-up, Concealer schon aufgetragen. Und das vermischt sich, dadurch löst sich die Mascara und du bekommst dann diese schwarzen Abfärbungen unter dem Auge. Insofern für dich nochmal kurz zusammengefasst, tusche die unteren Wimpern nur, wenn du A, ganz helle Wimpern hast oder wenn die unteren Wimpernhärchen sehr kurz sind. Ansonsten verzichte drauf und nimm stattdessen einen Kajal und tusche nur die oberen Wimpern. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns gleich einen Daumen hoch und schreibe doch in die Kommentare, ob du deine unteren Wimpern tuschst oder nicht. Abonniere jetzt unseren Kanal, damit du noch weitere Schminktipps von uns bekommst. Bis bald, deine Tina.